eine ohne an das Leben. Kein Staat, kein Patriarchat. Kein Gott, kein Staat, kein Patriarchat.
kein Gott, kein Staat, kein Patriarchat. Herzschlag spüren und deine Worte hören. Du bist Liebe und Licht, du bist alles für mich. Und zeig mir deine Welt, ich hab dich gewählt. Du bist Silber und Gold, du bist Liebe, du bist danke an die Band Gnadensohn, danke für eure flotte, klare Musik. Wir wollen gleich mit dem Gottesdienst beginnen. Diejenigen, die dagegen anschreien, für die müssen wir viel beten, liebe Freunde. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie wissen nicht, was sie tun. Herr, vergib ihnen. Die Gegner unserer klaren, einladenden Botschaft haben die temporäre Gedenkstätte für die ungeborenen Kinder zerstört. Das tut weh, aber das sagt uns noch mal mehr, wie verwirrt sie sind und wie sehr wir für sie beten müssen. Wir müssen die Gnade Gottes und des Himmels auf sie herabrufen. Wenn man noch nicht einmal eine temporäre Gedenkstätte für die noch nicht geborenen, für die Ungeborenen, die getöteten Ungeborenen aushält, dann muss etwas sehr schief gelaufen sein. Die Nelken sind jetzt von den Freunden hier vorne an den Zaun gebracht worden. Auch das ist ein Symbol. Das war die erste Botschaft. Die zweite, wenn wir gleich mit dem Gottesdienst beginnen, dann wird nach der Predigt die Kollekte eingesammelt. Und ihr könnt euch vorstellen, dass der Bundesverband Lebensrecht, wo wir ehrenamtlich arbeiten, Ausgaben hat, wenn er eine solche Veranstaltung mitten in Berlin organisiert. Bitte ein- oder zweimal hingucken. Im letzten Jahr gab es auch welche, die für ihre eigene Tasche eingesammelt haben. Und das wollen wir eigentlich nicht. Wir wollen, dass das Geld dem Lebensschutz zugutekommt. Nach der Predigt werden wir noch mal einen Hinweis darauf geben. Und das Dritte, was ich sagen möchte, merken Sie sich, merkt euch bitte schon den 16. September 2017 vor. Dann treffen wir uns hier zum 13. Marsch für das Leben.